Und ihr seht hier der Lance Stiffer natürlich mal wieder und heute aus dem Stadion in Liebenau. Denn ich habe durch einen sehr, sehr guten Freund von mir, danke an der Stelle, eine Akkreditierung für das heutige Spiel zwischen den Sturmamateuren und dem GAK eben bekommen. Es steht 0-0 zur Pause. Ihr habt hoffentlich die ersten Impressionen, die ich da in das Video gepackt habe, genossen. Ich werde auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit da noch ein bisschen was dazu packen und eben am Ende dann auch ein kurzes Resümee zum Spiel ziehen. Mein Halbzeitresümee, ganz ehrlich, ich finde, unsere Amateure schlagen sich wacker. Es steht noch 0-0. Der GAK, ja, schon zeitweise gefährlich. Aber ehrlich gesagt bin ich sehr positiv überrascht von unseren Amateuren. Und ich glaube, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass man das Ganze heute auch gewinnt. Ich persönlich bin zu geflasht, ehrlich gesagt, ja, von diesem ganzen, ja, das Ganze rundherum. Einfach für mich richtig eine geile Sache, heute eben das Ganze aus nächster Nähe zu sehen. Auch wenn leider die Tribünen aus Sturmsicht ein bisschen zu leer sind. Aber trotzdem, das wird schon werden und auf jeden Fall sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Bis dahin noch viel Spaß. Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance Stiffer natürlich mal wieder und das, nennen wir es mal, kleine Grazer Derby ist gerade zu Ende gegangen. 0-1 haben unsere Amateure gegen die Roten, also gegen den GAK, leider verloren. Mein Resümee zur zweiten Halbzeit speziell. Unsere Jungs, finde ich persönlich, bemüht auf jeden Fall. Man hatte eigentlich auch mehr Torchancen, aber der Abschluss, an dem hat es gehapert. Also, ja, man hat wirklich das nötige Pech gehabt. Man hat auch gemerkt bei den Roten vielleicht das Ganze ein bisschen abgebrühter, ein bisschen souveräner. Aber ganz ehrlich, man hätte sich locker mindestens einen Punkt heute verdient gehabt. Am Ende gewinnt der GAK durch ein spätes Tor, das ich Gott sei Dank nicht gesehen habe. Von dem her, ja, bitter für unsere Amateure, denen ich trotzdem auf jeden Fall ein Lob aussprechen möchte. Und ja, von dem her war es das dann auch schon wieder. Ich glaube, das ist die richtige Einstimmung für das Spiel am Sonntag zu Hause gegen die Wiener Austria, wenn dann eben unsere erste Mannschaft auf dem Platz steht und natürlich auch, ja, Fanclubs etc. alle dabei sind. Also das wird sicher ein Hexenkessel. In Liebenau sind ja schon sehr viele Karten verkauft. Von dem her will ich mich da auch schon verabschieden und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Impressionen. Euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, nichtsdestotrotz und bis dann. Ciao, ciao.